Rekord zu rechnen. Na, das sah ja fast wie ein Fehlstart aus. Die 4 ist am besten weggekommen, Harald Bardol. Er war der Trainingsvierte, aber gleich dahinter schon dann der Trainingsschnellste, Jules Bertin, mit der 55. So, nun geht es hinein in diese wunderbare Strecke, Kurve an Kurve, Höchstanforderungen an die Fahrer. Sie haben die Strecke durchs Training kennengelernt, sind auch hier vor dem Rennen schon eine Aufwärmrunde gefahren. Das ist eben bei diesen profillosen Reifen, diesen Slicks, notwendig. Sie müssen immer erst warm gefahren werden, damit sie auch die rechte Bodenhaftung haben. Sinn dieser Slicks ist es, eine noch höhere Kurvenneigung zu erreichen, und Sie werden sehen, wie tief hier die Fahrer die Kurve anschneiden werden. Also die 4, Harald Bardol, der Österreicher auf seiner Morbidelli, gleich erst einmal in Front. Weltmeister des vergangenen Jahres, wie gesagt, Eugenio Lazzarini aus Italien vor Arthur Nieto, dem Weltmeister dieses Jahres, und Pierpaolo Bianchi, der hier die schnellste Runde hat. Dieses Zeichen, das Sie gerade von der Startnummer 17 von Frederik Flüssen sahen, bedeutet, ich habe einen Schaden an der Maschine. Achtung, alle Nachfolgenden, ich bin sehr langsam, vorsichtig fahren. Dieses Kurvengeschlängel hier ist fast mit Vollgas zu fahren, und diese 125er, die sausen ja auch mit einem ganzen Stückchen mehr als 200 Kilometer pro Stunde bei solchen Abschnitten hier herunter. Klar, wenn man solche Rundenzeiten von 157,52 fahren will. Links angewinkelt, dann gleich wieder rechts, wieder links. Sehr lang diese Kurve, dann wieder rechts. Sie sehen also vollste Konzentration für die Artisten auf dem Motorrad. Sie fahren übrigens 11 Runden, 120,175 Kilometer. Fahrbahnprobleme gibt es keine. Die Straße ist in einem tadellosen Zustand und die Temperatur hält sich so bei 28 Grad. Also auch mit der Einstellung müsste man da einigermaßen klarkommen, und die Maschinen müssten diesen Ritt auch durchstehen. Der höchste Punkt der Strecke 400 Meter, der tiefste 220. Also auch ein ständiges Bergauf und Bergab. Ein Quartett bildet sich schon in dieser ersten Runde, und Harald Bardol, der Österreicher, führt es an. Ist das Ass in diesem Gang mit Tieren. Dann die 55, das ist Jules Bertin, der Trainingsschnellste, der eben auf den Fersen bleibt. Dahinter dann die 6, das ist Maurizio Massimiani, der zur Zeit auf Platz 3 in der WM-Wertung liegt. Und wenn die Fahrer hier bei uns am Start und Ziel vorbeikommen, dann haben sie noch eine Runde, dann geht's in die letzte Runde, und Jules Bertin wird sie als Erster angehen. Dreht sich noch um zu seinem Verfolger. Wie viel liegt der hinter ihm? 3,5 Sekunden.
Massimiani durfte kaum noch in das Geschehen eingreifen können. Er lag ja schon über 20 Sekunden zurück. Jetzt sind es 22, also noch ein bisschen mehr Zeit verloren. Es geht also um Platz 1 und 2. Da ist noch alles offen, denn Harald Barthol, der sich ja in der Führungsarbeit mit Bertin und auch mit Massimiani mehrmals abgewechselt hat, wird hier sicherlich mit diesem zweiten Platz noch nicht zufrieden sein. Ja, bei dem Krache versteht man manchmal sein eigenes Wort nicht. Es gibt ja im Motorrennsport noch keine Dezibelbeschränkung, wie es sie beispielsweise im Speedway gibt, aber man hört auch aus Fachkreisen, dass dies geschehen soll. Der dritte, Maurizio Massimiani. Alles wartet nun hier schon auf den Sieger. Ist es Barthol? Schafft er es noch einmal? Oder ist es der Trainingsschnellste, der junge Franzose Jules Bertin auf seiner Moto bekam? Das sieht ganz so aus, als ob er den Vorsprung vor Barthol weiter vergrößern kann in dieser letzten Runde. Da ist er. Der Junge aus Clermont-Ferrand. Gewinnt er diesen Lauf hier, ist es sein erster Grand Prix-Sieg in der 125 Kubikzentimeter Klasse. Massimiani. Schwierigkeiten durchs Kurvenlabyrinth. Aber sein dritter Platz ist ja ungefährdet, so die Maschine hält. Der vierte, die 27 Bänder aus der BRD. Der damit auch seine vierte Position festigt im Gesamtklassement. Da ist er, Barthol. Gleich wird er den Zielstrich überqueren und seinen ersten großen internationalen Sieg feiern können. Da ist es passiert. Jules Bertin, der Trainingsschnellste, gewinnt vor der Startnummer 4, vor Harald Barthol, dem Österreicher, der sich über diese Platzierung sicherlich auch sehr freuen wird. Und auch der dritte Platz ist wertvoll für Maurizio Massimiani, der damit seinen dritten Platz erst einmal ziemlich sicher haben dürfte in der Endabrechnung, wenn es um die WM-Punkte geht und sich damit noch alle Möglichkeiten erhält, sogar Zweiter zu werden, noch an Pierre Espy aus Frankreich vorbeizuziehen, der hier heute nicht am Start war. Der Weltmeister steht fest in dieser Klasse. Es ist Angel Nieto aus Spanien. Vor den Rennen von Brno sieht die Sache folgendermaßen aus.